Unser erster Gast heute Abend, meine Damen und Herren, ist, ich habe es eingangs erwähnt, kurzfristig eingesprungen, wofür wir ihm sehr dankbar sind. Aber er ist immer, wenn er uns besucht, ein großartiger Gast, über den wir uns jedes Mal sehr freuen. Herzlich willkommen, Jörg Kachelmann! Danke vielmals, Jörg. Es ist auch für mich immer wieder ein schöner Moment, wenn du mir anrufst und auch wenn es ganz spontan kommt. Das ist der Plausch. Wann hat man jetzt dich heute erreicht? Es war etwa am Abend, um 16:30 Uhr, wo gerade auf eines meiner 10 Handys, wobei bei uns in der Schweiz heisst das ja nicht Handys, sondern Nattel. Wir haben das Nattel. Ja, wir haben du, das Nattel. Bei euch heißt auch die Nationalmannschaft Nazi, habe ich gehört. Abgekürzt. Ja. Das ist richtig, ja, weil wir haben ja praktisch mit dieser Vergangenheit überhaupt nichts zu tun. Nein, ich dachte das nur irgendwie in der Zeitung, irgendwie bei Weltmeisterschaft sowas, Nazi holt Gold. Also, die Schweizer Fußballnationalmannschaft heißt abgekürzt die Nazi. Oder? Das ist richtig. Wobei, es wird nicht mit Z geschrieben, es wird Z ausgesprochen. T. Aber weil wir uns gedacht haben, vielleicht ist es doch irgendwie doof, schreibt man es T-I. Richtig. Ja. Du hast 10 Handy, Nattel. Mindestens. Ja. Eis klingelt, bist du am Nachtmahl gesessen? Ja. Nein, ich war in Bonn. Politik? Bundesstadt Bonn, Politik. Ja. Das ist ein ernstes Thema und ich möchte an dieser Stelle sagen, liebe Verkehrsminister, in den Bundesländern Deutschlands, demnächst werden Sie von mir ein Fax bekommen. Knallhart. Und zwar geht es um, und ich glaube, das interessiert alle hier im Saal, es geht um einen Gesetzesentwurf für ein neues Wetterdienstgesetz. Und dieses Wetterdienstgesetz wird machen, dass eigentlich private Wetterdienste in Deutschland gar nicht mehr existieren können. Sind wir schon wieder so weit? Wir sind wieder so weit. Der Staat macht Dinge. Das ist doch unglaublich. Ich schäme mich, ein Deutscher zu sein, wenn ich das höre. Es ist okay. Ich glaube... Sag mal, mit anderen Worten, das ist ja... Es ist, was heißt denn das im Klartext oder für mich als Laien verständlich? Man will ja ans Geld? Ja, das ging ja noch. Ja. Das ging ja noch. Es sind, ich sag's mal mit einem Bäckereibeispiel. Ja. Okay, es dauert ein bisschen länger, aber wir haben ja Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt, Jürgen. Das ist nett, es geht immer ein bisschen länger in der Schweiz. Also, wir haben übrigens auch eine Firma in Deutschland, deswegen, es sind auch deutsche Arbeitsplätze bedroht. Also, es gibt zwei Bäckereien. Wir haben eine normale Bäckerei, wir verkaufen Brötchen, wir müssen Mehl einkaufen, wir müssen Werbung dafür machen, wir müssen sagen, hallo, wir haben eine Bäckerei. Neben uns ist noch eine staatliche Bäckerei. Und die staatliche Bäckerei, da arbeiten Beamte und den Beamten ist kolossal langweilig. Und also sagt sich der Beamte, jetzt verkaufen wir auch noch kommerziell Brötchen und nicht mehr nur für den Bundestag. Und weil das von den Steuergeldern eh alles finanziert ist, verkaufen die Brötchen für einen Pfennig. Und die kriegen auch das Mehl kostenlos und Werbung können sie auch kostenlos machen. Wir müssen das Mehl aber teuer einkaufen. Das sind bei uns die Wetterdaten. Und das Gemeine ist, wir müssen die Rohwetterdaten, müssen wir beim Stand. Ja, ich spüre das Publikum. Ja, das ist Spannung, aber wir haben selten so ein politisch brisantes Thema, das auch einmal sich traut, darüber zu reden. Ja, also bitte weiter. Das ist eigentlich vielerorts noch ein Tabu in Deutschland. Ja. Ich möchte das jetzt mal wirklich aufdecken, weil, liebe Länderminister, ihr bekommt Post von mir zu diesem Thema. Und das ist ziemlich ernst jetzt. Es ist keine Verarsche, es ist genau so. Und es geht uns ans Eingemachte. Und deswegen sage ich das mal an dieser Stelle. Und deswegen habe ich auch heute gern zugesagt. Zum ganz spontanen, natürlich, das muss möglich sein. So wie damals, als Biermann ausgebürgert wurde oder genau. So. Genau. Das ist eine ähnliche Größenordnung für mich. Für mich auch, mich auch. Also ich sehe das eigentlich praktisch auf derselben Ebene. Und die Bäckerei, wir müssen das Mehl bei unserer Konkurrenzbäckerei beim Staat kaufen. Und die sind ja tierisch gerissen. Die verkaufen selber ihr Brötchen für einen Pfennig, verkaufen aber das Mehl, was wir für den Verkauf unseres Brötchens brauchen, für 20 Pfennig an uns. Kurzum, um es jetzt mal ganz kurz zu übersetzen, falls du es nicht gerafft hast, ich sehe es. Ich bin schockiert. Ich bin gelähmt. Man erwartet sozusagen von dir, dass du kleinere Brötchen backst in Zukunft, wenn ich das richtig verstehe. Wir können, du siehst, der Staat verkauft sie für einen Pfennig, wir verkaufen sie für 20 Pfennig. Wir müssen das Mehl beim Staat kaufen. Das Mehl verkaufen die uns so teuer, dass wir gar nie Brötchen davon backen können, gar nicht konkurrenzfähig sind. Die verkaufen Wettervorhersagen für eine Mack, für 5 Mack, für noch weniger. Dafür kriegen wir gerade mal die Meldung von 7 Wetterstationen. Und das ist
der große Skandal, den wir jetzt aufdecken wollen und auch unter anderem, weil das ist jetzt in den Ausschüssen bei den Ländern, bei den Verkehrsministern und deswegen werden die Faxe von uns kriegen und es interessiert uns brennend und auch das Publikum. Und danke, dass ich diese Message an dieser Stelle... Ich habe die noch nie so emotional aufgewühlt und ernsthaft gesehen und ich dachte immer, dem Kachelmann geht alles am Piep vorbei und jetzt sehe ich die hier echt, ja, und das freut mich, weil ich weiß, wie du kennst. Ich muss sagen, Jörg Kachelmann, wenn andere Urlaub machen, ja, dann ist Jörg Kachelmann zum Beispiel auf der Telemesse in Frankfurt und vertritt dort den Wetterkanal, seinen Wetterkanal. Da habe ich ihn gesehen, er hat mir eine Öljacke geschenkt mit richtigen Metallverschlüssen. Er hat einen Regenschirm geschenkt, also weiter. Also du hast gerackert und jetzt bist du einer von denen, die man praktisch wieder ins Ausland treibt, oder? Wo hast du eigentlich diese ganzen Sachen, die ich dir geschenkt habe? Habe ich meinen Eltern mitgebracht, wirklich. Ja? Ja. Und Vater Schmidt läuft doch wirklich mit der Jacke rum? Nee, er hofft, dass es regnet, damit er damit rausgehen kann. Aber das heißt doch, was ist denn die Alternative für dich, dass du irgendwie sagst, gut, wenn es so nicht geht, dann gehe ich nach Singapur und mache von dort das Wetter? Ich hoffe eigentlich immer noch, dass der Schmidt sich denkt, hey, ich brauche irgendwann mal eine Ferienvertretung. Wer, ich? Ja. Ferienvertretung? Ja. Wo? Ach, ich brauche eine Ferienvertretung. Wie, du würdest das hier machen? Diesen Stress würdest du reinziehen? Was für ein Stress? Ja, ganz schön klar. Du hast doch deine Show. Du hast doch das Riverboat Café beim MDR. Riverboat Café? Die unvergleichliche. Wo habe ich diesen Zettel mit den Gästen von übermorgen? Ich weiß es auswendig. Tolle Gäste. Ja, wer? Maximilian Schell. Super. Großartig. Ja. Macht schön Platz für seinen Schal. Ja. Und er wird wahrscheinlich. Darf ich raten, was er bei euch macht? Was? Ich sehe bei ihm zwei Möglichkeiten. Entweder er liest etwas oder was? Vielleicht falsch. Nein, oder heute ist er spielt Klavier. Ja? Ja, und beides. Wir müssten überraschend ein Klavier da haben. Für ihn? Ja. Und dann irgendwie sagen, Herr Schell, wäre das was? Ja. Da steht gerade eins hinten zufällig. Wer kommt denn noch? Das ist ein Tipp. Ist das schon der ganze Ablauf oder nur die Gäste? Das ist alles. Ruhig. Ich habe gehört, Manfred Wolke. Ich meine, die einen brauchen relativ wenig Zettelchen, um sich vorzubereiten. Ja. Das hier brauchen andere, meine Damen und Herren. Dazu stehe ich, das habe ich von Kurt Felix gelernt. Ja. Ja. Aus der Schweiz. Das habe ich von Kurt Felix gelernt. Ein solides Buch für eine Fernsehshow. Denn das darf ich Ihnen mal sagen und Sie verstehen mich. Um in einer Show, und das sagt Rudi Carrell, etwas aus dem Ärmel schütteln zu können, muss man vorher was reingetan haben. Paff! Ja. Wobei, ich sehe, es kommt Klaus Lage zu dir ins Riverboat. Der kommende Mann in Europa, was mich ein bisschen betroffen macht, das ist ja alles nur für Krone Schmalz, kein Blatt für mich. Warum das? Weil ich hätte dir natürlich auch die Fragen von Rocky Gianni stellen können. Aber mir war es wichtig, dass diese wetterpolitische Sache hier nicht unter den Tisch fällt. Denn ich glaube, das wird Wirbel geben in Deutschland. Total. Ja, ja, absolut. Weil es ist wirklich eine Sauerei. 25 Arbeitsplätze sind in Berlin in Gefahr und meiner nicht zuletzt auch. Was hältst du eigentlich von meiner Idee, hier demnächst mal die 43.400 der Schweiz vorzulesen? Finde ich sehr schön. Der höchste. Wobei es ist immer das Problem, ist ein Berg, wo die Grenze genau über den Gipfel drüber geht, ist er noch in der Schweiz oder ist er auch schon ein bisschen bei den Itaker? Ist das beim Matterhorn so? Ja, nee. Beim Matterhorn, cari amici italiani, buonasera e sì. Auguri coi tutti crauti. Knack. Ja. Das ist unglaublich. Ja. 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 Beim Matterhorn, Monte Cervino heißt er, oder? 4.477,5 Meter. Ist das Matterhorn? Ist er hoch. Ist er hoch. Wobei es gibt zwei Gipfel. Es gibt einen italienischen Gipfel und es gibt einen Schweizer Gipfel. Und Fernando Carrel
hat lange versucht, als Erster den Gipfel zu erreichen. Aber Edward Wimper hat es doch damals als Erster geschafft, 1875. Allerdings mussten ja drei auf dem Weg nach unten, und das ist ja das Gefährliche. Haddow, die konnten überhaupt nicht, die zwei Schweizer sind, das war ja schon im Zweiten Weltkrieg, die sind durchgekommen und haben aber nicht die Goldzähne der Kollegen mitgenommen, sondern die blieben dort oben am Berg. Und das war sicher eine fantastische Sache. 4.477,5 Meter, eigentlich der höchste Berg, allerdings ist die Dufour-Spitze. 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 Das betont ja auf der ersten Silbe, die Dufour-Spitze? Dufour-Spitze. Dufour-Spitze. Ja. Ist die noch höher? 4.634,4. Aha. Kennst du denn alle 4.000er mit den Zahlen auswendig in der Schweiz? Fast alle. Also der Dom ist eigentlich der höchste Berg, der ganz in der Schweiz liegt. Also wirklich rund, und man kann auf jeder Seite runterfallen vom Gipfel. Es ist immer Schweiz. Und 4.545,4 Meter. Jörg, lass mich verabschieden mit einem Spruch, der zünftig ist und der zur Schweiz passt und zu uns in Deutschland. Schön, dass du hier bist. Bergheil. Jörg Kachelmann. Tolle Sache.